بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam. Wir wollen heute inshallah ta'ala die Sira fortführen, weil wir ein Kapitel abschließen wollen, nämlich das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam vor seiner Bi'th. Das heißt, bevor er zum Propheten berufen wurde. Sodass wir diesen Block vollständig abgeschlossen haben und dann mit dem neuen Block beginnen können, nämlich die Sendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Berufung zum Propheten. Und wir hatten das letzte Mal über einige wichtige Etappen in seinem Leben gesprochen gehabt. Nach seiner Geburt, wie er zu seiner Stillamme gebracht wurde, dass dort seine Brust gespalten wurde und das Herz gereinigt wurde. Wir haben über den Tod seiner Mutter Amina bint Wahb gesprochen. Und über den Tod seines Großvaters Abdul Muttalib und wie er dann von seinem Onkel Abu Talib aufgenommen wurde. Und wir haben uns natürlich ausführlich auch mit den jeweiligen Weisheiten beschäftigt, welche mit jedem dieser Ereignisse in seinem Leben als Kind verbunden waren. Und jetzt wollen wir uns auch einige wichtige weitere Ereignisse anschauen, welche sich abgespielt haben in der Jugend unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch als er schon zu einem Mann herangewachsen ist, jedoch bevor er zum Propheten berufen wurde. Und eines der wichtigen bekannten Ereignisse, welches sich im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam als Jugendlicher ereignet hat, ist der sogenannte Krieg al-Fijar. Harb al-Fijar. Es ist nicht ganz sicher, wann genau Harb al-Fijar gewesen ist und wie alt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Aber aufgrund einer Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sich selbst sagt, "Kuntu unabbidu ala a'mami", ich habe die Pfeile des Gegners aufgesammelt und dann meinen Onkels übergeben, kann man davon ausgehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch ein Jugendlicher gewesen sein muss zu diesem Zeitpunkt. Manche schätzen 12 Jahre, manche sagen 14 Jahre, aber es gibt auch die Meinung, dass er schon 20 war, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil wäre er schon 20 gewesen, wäre er ein Mann, der mitgekämpft hätte an Seite seiner Onkels. Worum handelt es sich konkret bei diesem Harb al-Fijar? Was heißt denn überhaupt das Wort al-Fijar? Was bedeutet denn das Wort Fijar? Von was kommt denn das? Von welchem Verb? Von Fajara. Und was sagt man unter anderem noch? Fajir. Was ist ein Fajir? Ein Fajir ist ein Freveler. Ein Fajir ist jemand, der die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala missachtet und die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschreitet. Und der Plural von Fajr ist Fujjar. Und deswegen heißt es auch im Koran an verschiedenen Stellen, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Die Frommen und Rechtschaffenen befinden sich in Na'im, in Wohlwonne. Und die Freveler befinden sich in Jahim, in der Hölle. Kalla inna kitab al-Fujjari lafi sijjin. Keineswegs, das Buch der Fujjar, der Freveler, befindet sich in Sijjin. Das heißt, an einem tiefen, abgelegenen, dunklen und eingeengten Ort. Sijjin von Sijjin. Und Sijjin ist was auf Arabisch? Gefängnis. Also wenn wir das Wort Fujjar oder Fajara nehmen, dann ist damit zunächst erst einmal was gemeint? Etwas Negatives. Und warum wurde dieser Krieg so genannt? Der Krieg des Frevels.
oder der Krieg der Freveler, wenn man sagen würde Harbul Fujjar, aber meistens hat man Harbul Fijar. Warum wird dieser Krieg so genannt? Weil sich dieser Krieg in einem der Haram-Monate abgespielt haben soll. Und zwar zwischen zwei arabischen Stämmen. Und wir wissen, was ein Haram-Monat bedeutet. Ein Haram-Monat heißt Haram-Monat, weil er unantastbar ist. Und was bedeutet die Unantastbarkeit eines Monats? Die Unantastbarkeit eines Monats bedeutet, dass es für die damaligen Araber und die arabischen Stämme auf der Halbinsel, der arabischen Halbinsel, verboten gewesen war, in diesen Monaten einen Krieg anzuzetteln oder zu beginnen. Es war verboten gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surah At-Tawbah, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Die Anzahl der Monate bei إن عدة الشهور عند الله bei Allah sind 12 Monate, wie es auch im Buch Allah Subhanahu wa Ta'ala oder bei Allah so festgelegt wurde. يوم خلق السماوات والأرض. Schon von dem Moment an, wo er Himmel und Erde erschuf. منها أربعة حرم. Von ihnen sind 4 unantastbar. Und welche sind diese 4 unantastbaren Monate? Welche sind das? Wer kann sie mir aufzählen? Es sind 3 aufeinanderfolgende und einer, der einzeln ist. Welche sind das? Ja. Rajab. Und wir befinden uns gerade im Monat Rajab. Was noch? Ramadan? Nein, nein, nein. Schaban? Nein, bitte. Kein Schaban, kein Ramadan. Ja. Ja, barakallahu fiek. Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Al-Muharram. Warum gerade diese Monate? Was hat es auf sich, dass gerade diese Monate unantastbare oder sogenannte heilige oder verbotene Monate sind, je nachdem, wie man es übersetzen möchte? Fällt euch etwas auf bei diesen 3 Monaten? Dhul-Qi'da oder Dhul-Qa'da, beides ist richtig. Dhul-Hijja und Al-Muharram. Was fällt euch denn da auf? Warum denn gerade diese Monate? Das sind die Pilgermonate, wo die Hajj vollzogen wird. In Dhul-Qi'da beginnen die Menschen nach Mekka zu gehen. Es dauert ja einige Zeit. Es ist ja, damals gab es keine Flugzeuge, wo man an einem Tag dann schon in Jeddah gewesen ist oder in Medina. Man braucht ja einige Wochen, auf der arabischen Halbinsel schon einige Wochen, bis man dort angekommen ist, je nachdem, wie weit man entfernt gewesen war. Gerade mit einer großen Karawane brauchte man seine Zeit. Und dann brauchte man ja nochmal Zeit, um dann von Mekka wieder zurückzukehren. Und damit die Karawanen, welche sich auf der Pilgerfahrt und auf der Wallfahrt nach Mekka befanden, nicht angegriffen werden und sich die Stämme nicht unterwegs gegenseitig bekämpfen, gab es diese Monate, wo es verboten gewesen ist, selbst seinen Erzfeind anzugreifen, egal was ist. Und der Monat Rajab als einzelner Monat, weil es ein Monat war, in der häufig die Umra vollzogen wurde. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. So tut in ihnen euch gegenüber kein Unrecht. Tut kein Unrecht, indem ihr Menschen angreift. Oder indem ihr die Grenzen Allahs überschreitet. Und genau das ist geschehen. Und zwar, 2 Stämme haben sich in diesem Monat bekämpft. Der Grund ist jetzt nicht so wichtig. Darum soll es jetzt nicht gehen, weil das würde jetzt zu ausführlich werden. Und wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, auch alle Ereignisse vor der Bi'tha unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, seiner Berufung zum Propheten, auch abhandeln. Aber 2 Stämme haben sich bekämpft. Ein Stamm von den Kinana. Und ein Stamm mit dem Namen Qais Ilan. Und die Quraysh haben sich mit einem dieser Stämme verbunden. Und haben mitgekämpft. Und dementsprechend hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam an diesem Krieg und dieser Schlacht zwischen diesen Allianzen, die gegeneinander gekämpft haben, dann teilgenommen, indem er nämlich die Pfeile aufgesammelt hat von den Gegnern und sie dann seinen Onkels gegeben hat, damit sie sie wiederverwenden können.
Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gelernt durch diesen Krieg, wie man unter anderem auch Krieg führt. Also eine wichtige Erfahrung in seinem Leben gewesen. Er hat das mitbekommen. Er hat schon früh Verantwortung getragen, sallallahu alaihi wasallam. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er deutete dann nach der Rückkehr von dieser Schlacht ein sehr, sehr wichtiges Ereignis mitbekommen. Und zwar sagen die Gelehrten und die Historiker, dass direkt nach diesem Krieg Al-Fijar es zu einem wichtigen Bündnis gekommen ist. Dieses Bündnis sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch Jahre später im Kopf haben und es auch sogar erwähnen. Und er hat sogar sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn er als Prophet zu diesem Bündnis eingeladen werden würde, würde er sich an diesem Bündnis beteiligen. Um welches Bündnis handelt es sich? Hilf al-Fudul. Das Bündnis von al-Fudul. Es gibt verschiedene Übersetzungen für al-Fudul. Manche sagen, damit sind die Vorzüglichen gemeint. Das Bündnis der Güte. Und es könnte aber auch sein, dass es sich hierbei um ein Bündnis handelt, was sich an einem älteren Bündnis orientiert, an dem drei Männer teilgenommen haben, welche alle Al-Fadl hießen, und deswegen wurde es auch Hilf Al-Fudul genannt. Es wird auch Hilf Al-Mutayyabin genannt, die Guten. Was hat es auf sich mit diesem Bündnis? Ja? Was? Fudul kann auch Neugier heißen, ja. Was? Aber Neugier in diesem Zusammenhang, ja, hat das meines Wissens nichts mit Neugier zu tun, weil Fudul, also so in Zahn Fuduli ist jemand, der neugierig ist, aber es hat jetzt hier sozusagen, glaube ich, nicht damit zu tun. Wallahu a'lam. Und auf jeden Fall, nachdem sie von dieser Schlacht, diesem Harb al-Fijar, der auch so genannt wurde, das zeigt auch ganz, ganz wichtig, bevor wir zur Hilfe Fudul kommen, dass die damaligen Araber schon ein Verständnis dafür hatten, was gut und was falsch ist. Und dass eigentlich im Grunde genommen jede Gesellschaft, egal ob sie muslimisch ist oder nicht muslimisch ist, bestimmte moralische Vorstellungen hat. Und dass der Islam nicht gekommen ist, um alles auf den Kopf zu stellen, sondern der Islam ist gekommen, um die guten Vorstellungen zu bestätigen. Vielleicht sogar noch ein wenig zu untermauern und zu verfeinern und die schlechten Vorstellungen zu beseitigen. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Er sagt, und es ist ganz wichtig, wie das übersetzt wird und wie er das formuliert hat. Innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq. Ich wurde gesandt, um die edlen Charaktereigenschaften zu vervollkommnen, nicht um sie einzuführen. Es gab vorher schon Moralvorstellungen, Menschen, die gut gehandelt haben. Der Mensch weiß von seiner Fitra aus, von seiner natürlichen Veranlagung, was richtig und was falsch ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die damaligen Araber solch einen, in Anführungsstrichen, noch relativ kleinen Krieg, den sie dann auch relativ schnell beendet haben, ganz wichtig, ja, und es wird berichtet, dass sie dann ein Friedensabkommen geschlossen haben, beide Seiten, wo sie gesagt haben, okay, wir schauen auf welcher Seite wie viele Tote sind. Und wenn auf der einen Seite mehr Tote sein sollten, dann wird einfach die andere Seite was bezahlen? Das Blutgeld. Und somit ist die Sache erledigt. Schaut euch mal unsere heutigen Kriege an. Da sterben nicht ein paar hundert Menschen. Da sterben hunderttausende Menschen. Mitten im Ramadan zum Eid fallen Bomben auf die Köpfe der Menschen. Moral spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir leben in einer Zeit, wo wir eigentlich klare Gesetze haben, wo die Menschengemeinschaft sich auf eine Art Kriegsrecht geeinigt hat, wo
klar feststeht, was richtig und was falsch ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist im Krieg. Aber meine Frage an euch, wird irgendetwas von dem eingehalten? Am Ende frisst der Starke den Schwachen. Und der Schwache muss einfach klein beigeben. Ersatz oder Entschädigung, so etwas gibt es ohnehin nicht. Dass die Ungerechten dann am Ende auch zur Rechenschaft gezogen werden, in den seltensten Fällen. Höchstens vielleicht bei einigen kleinen Staaten, wo man dann die Leute vor Gericht stellen kann, einem internationalen Gericht, in Den Haag. Aber sonst, was ist mit den großen Kriegsverbrechern? Welche Hunderttausende von Menschenleben auf ihrem Gewissen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass wir heute in einer schlimmeren Dschahiliyya leben als damals. Die Menschen damals hatten noch einen gewissen Anstand gehabt, haben noch einigermaßen den Gegner respektiert. Aber heutzutage werden alle Regeln über Bord geworfen. Und das Schlimmste ist, man behauptet dann immer, wir würden die Menschenrechte berücksichtigen und beachten. Aber tagtäglich werden neue Kriege angefangen. Und es geht immer nur um wirtschaftliche Aspekte. Und wer leidet darunter? Es sind die armen und bedürftigen Menschen dieser Welt. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und manchmal glaube ich wirklich, subhanallah, ja, dass die damaligen Araber, die sich gegenseitig auch bekämpft hatten und die auch in einer Zeit der Unwissenheit gelebt haben, höhere Moralvorstellungen hatten, als wir es in unserer heutigen Zeit haben. Und auf jeden Fall, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt zurückkam, da kam es zu einem Ereignis in Mekka, was die Mekkaner dazu bewegt hat, dass sie sich zusammenschließen, insbesondere die Edlen unter den Mekkanern. Und zwar wird überliefert, dass ein Mann nach Mekka kam. Dieser Mann, der hatte eigentlich nichts anderes vorgehabt, als seine Ware zu verkaufen. Und er hat dann diese Ware an einen Mekkaner verkauft, der von hoher Stellung gewesen ist, der ihn dann aber nicht sein Geld geben wollte. Dieser Mekkaner hieß Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Der Mann, der kam von einem Stamm mit dem Namen Zubayd. Er hat, wie gesagt, seine Ware angeboten, der Al-As, er hat diese Ware von ihm gekauft, aber hat ihm dann nicht sein Geld gegeben. Und er hat ihm gesagt, kannst machen, was du willst, du kriegst dein Geld nicht, egal was es ist. Es ist einfach so. Akzeptiere es. Der Mann wollte das aber nicht akzeptieren. Und was tat er? Er stieg auf den Hügel Abu Qubais, ein Hügel in Mekka. Und er hat dann in Gedichtsform die Mekkaner dazu aufgerufen, dass ihm sein Recht zurückgegeben wird. Er hat an ihr Gewissen appelliert. Und er hat ihnen gesagt, es kann nicht sein, dass jemand nach Mekka kommt, ihm Unrecht geschieht und keiner an seiner Seite steht. Was geschah jetzt? Einige der Leute von Quraysh haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, Mali Adam bin Mutrik, den können wir nicht einfach so lassen, dem müssen wir helfen. Und sie haben sich dann im Haus von Abdullah ibn Jud'an getroffen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war dabei gewesen, weil einer seiner Onkel anwesend gewesen war. Sie haben sich dort getroffen und sie haben ein Bündnis geschlossen. Genau dieses Bündnis, Al-Fudul. Sie haben sich dort darauf geeinigt, dass jeder, der nach Mekka kommt, oder auch jeder Mekkaner, egal ob fremd oder einheimisch, jeder, der nach Mekka kommt und dem Unrecht geschieht in irgendeiner Weise, wird so lange geholfen, bis er sein Recht erhält. Und sie haben daraufhin so einen großen Druck auf Al-As ibn Wa'il al-Sahmi ausgeübt, dass er dann am Ende bereit gewesen war, diesem Händler sein Geld zu geben. Und er hat es dann erhalten. Was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über dieses Bündnis der Gerechtigkeit? Es ist ein Bündnis der Gerechtigkeit. Es ist ein Bündnis der Edelmänner. Es ist ein Bündnis wirklich der Vorzüglichen.
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt: لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرًا نَعْمٍ. Ich habe im Haus von Abdullah ibn Judan ein Bündnis bezeugt, was ich nicht einmal austauschen würde gegen rote Kamele, die teuersten Kamele, die es damals gab, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das teuerste Gut überhaupt. وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. Und sollte ich zu diesem Bündnis im Islam eingeladen werden, dann hätte ich diesem Bündnis zugestimmt. Ja, Salam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, Gerechtigkeit kennt keine Religion. Gerechtigkeit ist ein Wert an sich. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ. Punkt. Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte. Unabhängig davon, ob es sich um Muslime handelt oder um Nicht-Muslime handelt. Gerechtigkeit ist etwas, was Allah Ta'ala für sich selbst vorgeschrieben hat. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in dem Hadith Qudsi, Ya Ibadi, Inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt. Allah könnte ungerecht sein, wenn er wollte. Er kann tun und lassen, was er möchte. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Er wird nicht zur Rechenschaft gezogen für das, was er tut. Aber sie werden zur Rechenschaft gezogen. Allah könnte, wenn er wollte, ein Tyrann sein, aber er ist es nicht. Er hat sich selbst das Unrecht verwehrt. Über Allah gibt es keine Instanz, die ihn in irgendeiner Weise zur Rechenschaft ziehen könnte, wenn er Unrecht tun würde. Aber er ist die Gerechtigkeit. Er ist Al-Adl. O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt und habe es unter euch für verboten erklärt. So tut einander kein Unrecht. Klar und deutlich. Das ist der Islam. Das ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Die Menschen, die dieses Bündnis geschlossen haben, waren Götzendiener gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist mit der Botschaft des Tauhid gekommen. Und trotzdem sagt er als Prophet, würde man heute zu mir sagen, komm, schließ dich an. Ich hätte mich angeschlossen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann schließe ich mich dem an. Ohne Wenn und Aber. Weil der Islam die Religion der Gerechtigkeit ist und jeder, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt, ob Muslim oder nicht Muslim, ist jemand, mit dem ich zusammenarbeiten kann und mit dem ich kooperieren kann. Und deswegen, meine lieben Geschwister, Islam warnt uns Allah Ta'ala im Koran. Immer wieder. Aber eine Stelle hatten wir schon gehabt und hatten wir auch besprochen gehabt in unserer Reihe über den Ruf des Iman. Allah Ta'ala, er warnt uns an zwei Stellen. In derselben Sura, kurz nacheinander. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Und der Hass gegenüber einem Volk soll euch nicht dazu bringen. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ es gibt viel Ayatin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ. Kleinen Moment mal, gib mir mal ein Mushaf. Habt ihr ein Mushaf? Ganz kurz ein Mushaf, bitte. Nicht, dass ich jetzt hier falsch etwas zitiere. Was? Das geht schon. Nee, das kann ich sonst schon. Nicht, dass hier etwas falsch zitiert wird. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt einmal in Surah, in Vers Nummer 2 von Surah Al-Ma'idah, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. War richtig gewesen. Und der Hass gegenüber einem Volk, ja, weil ihr mit ihm verfeindet seid, ja, weil sie euch nämlich von der heiligen Moschee abgebracht haben, darf euch nicht dazu bringen, dass ihr überschreitet die Grenze, dass ihr sie zu Unrecht angreift, dass ihr die Grenzen überschreitet. Und jetzt sagt Allah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Und kooperiert miteinander, unterstützt euch gegenseitig. In was? In Birr und in Taqwa. Frömmigkeit und Gottesfurcht.
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Und unterstützt euch nicht gegenseitig in Bezug auf was? Sünde und Unrecht, was ich anderen antue. Dann in Vers Nummer 8 derselben Sura. Und den Vers hatten wir einzeln behandelt gehabt. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ O, die ihr glaubt, seid, sozusagen, setzt euch für Allah ein und seid Zeugen für die Gerechtigkeit. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Und der Hass gegenüber einem Volk darf nicht dazu führen, dass ihr nicht gerecht seid. اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Seid gerecht. Das ist näher an der Gottesfurcht. وَاتَّقُوا اللَّهِ So fürchtet Allah. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الْمُقْصِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Diejenigen, die gerecht sind, werden am jüngsten Tag auf Podesten aus Licht sein. Allah Ta'ala, er wird sie erhöhen, weil sie gerecht gewesen sind. Und dementsprechend, das ist das, was wir verinnerlichen müssen, meine lieben Geschwister im Islam. Dass wir uns immer wieder, ohne Wenn und Aber, ohne jegliches Zögern, für die Gerechtigkeit einsetzen. Und immer dann, wenn wir sehen, dass dort Unrecht geschieht, dann ist es unsere Aufgabe, so zu handeln, wie diese edlen Männer aus Mekka, dass wir uns zusammenschließen und versuchen, demjenigen, den Unrecht geschehen ist, dieses Unrecht, sein Recht zurückzugeben. Wenn wir das tun, dann haben wir den Islam verstanden. Und dann sind wir Muslime. Leider gibt es viele Muslime heutzutage, die das nicht verstanden haben. Die glauben, es reicht aus, dass ich Muslim bin und schon wird mich Allah erhöhen. Nein. Und deswegen sagt Ibn Taymiyyah in seinem bekannten Zitat, Allah Ta'ala, er steht an der Seite eines nicht-muslimischen, eines gerechten Staates, selbst wenn er nicht muslimisch ist. Selbst wenn es keine Muslime sind. Allah Ta'ala, er steht an ihrer Seite. Aber er steht nicht an der Seite eines muslimischen Staates, wenn sie ungerecht sind. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Wir wundern uns darüber, warum ist der Westen uns voraus? Ja, der Westen, zumindest was seine Beziehung zu den Menschen in seiner Gesellschaft betrifft, er versucht, eine gewisse Gerechtigkeit umzusetzen. Was leider in unseren Ländern häufig fehlt, soziale Gerechtigkeit, davon können viele Menschen in unseren Ländern nur träumen. Und dementsprechend müssen wir genau hier ansetzen und uns darüber Gedanken machen. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu dem nächsten Ereignis. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt mit 13, 14 Jahren diesen Hilf al-Fudul miterlebt. Und jetzt wächst der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu einem jungen Mann heran. Und sein Ruf verbreitet sich in ganz Mekka. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist bekannt dafür, dass er ehrlich ist. Er ist bekannt dafür, dass er aufrichtig ist, dass er vertrauenswürdig ist. Und sein Ruf eilt ihm voraus. Und er bekommt jetzt Arbeitsangebote. Und zwar ein ganz konkretes Arbeitsangebot. Von einer sehr, sehr tüchtigen Geschäftsfrau. Nämlich Khadija bint Khuwailid. Eine Frau, die verwitwet war. Eine Frau, die von hohem Ansehen war, die vermögend gewesen war, die sehr schön gewesen ist und hübsch gewesen ist. Und jeder in Mekka hatte sich gewünscht, diese Frau zu heiraten, aber sie lehnte ab. Sie hörte von der Ehrlichkeit Mohammeds, hat ihn noch nicht kennengelernt gehabt, und sie gab ihm einen Auftrag. Und zwar mit ihrem Sklaven Maisara gemeinsam nach Asch-Sham zu gehen, um dort dann Waren zu verkaufen und wiederum andere Waren einzukaufen. Denn genau dies tat er. Und als sie dann zurückkam, berichtete Maisara seiner Herrin Khadija radiallahu anha ganz genau, was geschehen war und was er von diesem jungen Mann Muhammad selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Er hat gesehen, dass er in jeder Hinsicht aufrichtig ist. Und wenn du einen Menschen kennenlernen möchtest, ob er ehrlich ist, ob er aufrichtig ist, ob er vertrauenswürdig ist, dann musst du nur mit ihm reisen, und zwar für eine längere Zeit. Und dann wirst du ihn richtig kennenlernen. Weil auf der Reise kann er sich nicht verstellen. Und wenn du ebenfalls einen Menschen kennenlernen möchtest, dann musst du mit ihm Handel betreiben. Und genau diese beiden Dinge
hat Maisara mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam getan. Er ist mit ihm auf einer Handelsreise gewesen. Das heißt, er hat gesehen, wie er mit Geld umgeht, mit Vermögen. Es gibt viele Menschen, du denkst, sie sind fromm und sie sind vielleicht auch innerlich fromm, aber die Fitne des Vermögens verblendet ihre Augen. Und plötzlich hast du einen ganz anderen Mensch vor dir. Der betet fünfmal am Tag, der fastet im Ramadan, alles. Aber sobald es um Geld geht, ein ganz anderer Mensch. Du erkennst ihn nicht wieder. Du warst dir zu 100% sicher, diesem Menschen kann ich vertrauen. Und jetzt plötzlich, wo du mit ihm ein Geschäft begonnen hast, merkst du, der haut dich übers Ohr. Der beklaut dich, der bestiehlt dich. Der bezahlt dir nicht das Geld zurück, was du ihm geliehen hast. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Weil du denkst, der muss doch ehrlich sein, wenn er fünfmal am Tag betet und im Ramadan fastet und sogar Fajr in der Moschee betet. Nein, du lernst einen Menschen erst dann richtig kennen, wenn du mit ihm Geschäfte gemacht hast oder wirklich mit ihm längere Zeit zusammen gewesen bist. Beispielsweise auf einer Reise. Und es gibt Menschen, die sind leider Gottes Diener des Geldes und des Vermögens. Sie werden regelrecht geblendet vom Geld. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt über diese Menschen was? Ta'isa abdu dinar. Zugrunde gehen soll der Diener des Gold, der Goldmünze. Wa abdu dirham. Und der Diener der Silbermünze. Wa abdu al-khamisa. Und der Diener der teuren Kleidung. Ta'isa wa antakas. Möge er zugrunde gehen. Und in Tekas auf seinen Rücken fallen. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقَشْ. Und wenn er von einem Dorn gestochen wird, soll dieses Dorn nicht herausgenommen werden. Also mit anderen Worten, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er macht Dua gegen solch eine Person. الْمَالُ, guck mal, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Das Vermögen und die Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Und Allah erwähnt erst was? Das Vermögen. Und deswegen, wenn du jemanden richtig kennenlernen möchtest, ob er wirklich ein Mu'min ist oder nicht, dann versuch mal mit ihm ein kleines Geschäft zu machen. Leih ihm mal ein bisschen Geld. Und dann wirst du ihn richtig kennenlernen. Und wenn du merkst, Alhamdulillah, er ist vertrauenswürdig, dann weißt du, okay, er ist wirklich vertrauenswürdig, weil du ihm Geld gegeben hast. Aber es gibt viele Leute, sehr, sehr viele Leute, die genau das Gegenteil von dem sind. Und Maisara hat, wie gesagt, all das bezeugt. Hat ihn gesehen, beobachtet. Und er hat noch nie so jemanden gesehen wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Khadija fragte ihn natürlich aus. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ja nicht nur jemand gewesen, der ehrlich war und vertrauenswürdig war, war auch natürlich noch jemand gewesen, der Ausstrahlung hatte und der gut ausgesehen hat. Und als Khadija all dies von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen und gehört hat, verliebte sie sich in ihn. Und sie wollte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Heiratsangebot machen. Ganz, ganz wichtig. Khadija war zu diesem Zeitpunkt älter als der Prophet gewesen. Es ist nicht ganz sicher, wie viel älter sie war. Das Bekannte ist was? Wie viel älter war sie gewesen? 15 Jahre, er war 25 zu diesem Zeitpunkt und sie war 40 Jahre alt gewesen. Es gibt aber auch Überlieferungen, in denen es heißt, dass sie nur 2 oder 3 Jahre älter gewesen ist als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das kann auch durchaus sein. Warum? Weil sie ihm ja noch mehrere Kinder geschenkt hat. Also vom Alter her würde das eher passen. Aber sie war in jedem Fall älter als unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und sie war diejenige gewesen, welche ihm auch das Heiratsangebot machen sollte. Und zwar schickte sie ihre Freundin Nafisa bint Munabbih zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Nafisa kam bei ihm an und sagte, hast du Lust zu heiraten? Er erstmal, ja. Ein junger Mann, warum nicht, 25 Jahre alt, gerne. Wen denn? Khadija. Meinte er, sie würde mich niemals akzeptieren und niemals annehmen. Ich meine, die großen Leute in Mekka haben schon ihre Hand angehalten. Soll sie denn jemanden wie mich akzeptieren, der bei ihr auch noch arbeitet? Das funktioniert nicht. Sie meinte, doch, doch, glaub mir, mach dir mal keine Sorgen. Wichtig ist erst einmal, dass du einverstanden bist. Woraufhin er sagte, ja, wenn sie einverstanden ist, bin ich gerne bereit.
Und sie überbrachte dann diese frohe Botschaft zu Khadija. Und dann ging es dann seine Wege. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam mit seinen Onkels. Und sie hielten dann ganz offiziell um die Hand von Khadija radiallahu anha an. Und daraufhin haben sie geheiratet. Was lernen wir daraus? Bis hier erst einmal. Wir lernen daraus, dass eine Frau die Ehe auch selbst in die Hand nehmen kann. Das heißt, wenn eine Schwester einen Bruder sieht, der aufrichtig ist, der ehrlich ist, der vertrauenswürdig ist, der einen edlen Charakter hat, religiös ist und seinen Glauben praktiziert und sie Interesse an ihm hat, dann sollte sie vielleicht dies selbst in die Hand nehmen und jemanden schicken, genauso wie Khadija radiallahu anha es getan hat. Natürlich nicht direkt hingehen selbst, ja, aber vielleicht jemanden schicken, den Imam der Moschee oder eine Freundin oder irgendjemand, den sie kennt, um einfach anzufragen, ob er vielleicht eventuell Interesse hätte. Daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Das ist auch nicht Aib oder irgendetwas, im Gegenteil. Die Ehefrau unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Khadija, welche diese hohe Stellung bei Allah ta'ala erlangt hat, sodass sogar Jibril alaihi salam kam. Das später. Jibril alaihi salam, nachdem sie dann Muslimin geworden ist, kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der gerade allein war, und sagte, jetzt kommt Khadija zu dir. Und wenn sie zu dir kommt, dann richte ihr von ihrem Herrn den Gruß aus und übermittle ihr die frohe Botschaft mit einem Haus im Paradies. La nasaba fihi wa la qasab. In einem Haus im Paradies, was sozusagen in jeder Hinsicht edel ist. Nasab und Qasab, ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das übersetzen soll. Deswegen lasse ich es lieber, insha'Allah ta'ala. Aber übermittle ihr die frohe Botschaft von einem Haus im Paradies. Also es ist eine Frau, die eine hohe Stellung erlangt hat. Und dementsprechend ist dem überhaupt nichts auszusetzen. Aber schaut mal, wie schön und wie rein diese Ehe zustande gekommen ist. Und so sollte es sein. Leider gibt es viele Jugendliche heutzutage, die den Fehler machen, dass sie versuchen, erst einmal sich auf anderen Wege kennenzulernen. Und das zieht sich dann häufig in die Länge. Dann haben sie 2, 3, 4, 5 Monate, manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein ganzes Jahr miteinander Kontakt, um halt sicher zu gehen, dass sie auch wirklich füreinander bestimmt sind. Und dann erst fragen sie die Eltern an. Und dann kommt plötzlich der Schock, die Eltern wollen das nicht. Dann hast du Probleme. Der Islam erlernt uns, ihr sollt euch kennenlernen. Ihr könnt auch Interesse zeigen an jemandem, aber versucht es auf richtigen Wege zu machen. Das ist der reinste Weg. Das ist der sicherste Weg. So schützt du dich selbst. Wisst ihr, wie viele Fälle von Zina es gibt bei praktizierenden Geschwistern, weil sie nicht darauf geachtet haben? Und ich spreche hier von praktizierenden Geschwistern. Ich spreche hier nicht von Nicht-Praktizierenden, die mit der Moschee nichts zu tun haben. Nein, praktizierende Geschwister, die in die Moschee kommen, die 5-mal am Tag beten, aber die genau diesen Fehler machen. Erst einmal Ewigkeiten miteinander Kontakt haben. Irgendwann mal kann man diesen, hat man nicht mehr die Geduld, sich nur über WhatsApp zu unterhalten. Dann will man sich auch mal sehen. Und einmal sehen, zweimal sehen, dreimal sehen. Und du bringst dich selbst in Gefahr und selbst in eine Situation, die nicht schön ist für dich selbst. Und deswegen versucht das inshallah auf diesem Wege zu machen. Gefühle wie Liebe, Emotionen sind positive Gefühle, nicht negative Gefühle. Aber lasst uns sie in die richtige Bahn lenken. Und dann wird es Allah subhanahu wa ta'ala inshallah segnen. Versucht es so zu machen, wie es Khadija gemacht hat. Mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal, wir reden heute darüber und es ist einfach ein Genuss, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Jeder von uns kennt die Geschichte, aber jedes Mal, wenn man sie hört, sagt man, oh, wie rein das gewesen ist, wie schön das gewesen ist. Wie respektvoll sie miteinander umgegangen sind. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Muslime waren, haben sie es aber richtig angefangen. Damals gab es auch andere Möglichkeiten, oder? Vor dem Islam. Das gab es ja vor dem Islam. Aber eine freie Frau, die den Stand von Khadija hatte, die hätte sich niemals auf so etwas eingelassen. Sie haben es richtig gemacht. Und das, obwohl sie keine Muslime waren. Und Khadija war selbstbewusst gewesen. Eine Frau, die wusste, was sie will. Sie hätte alles haben können, wenn sie es wollte. Aber sie hat sich gesagt, niemals. Und deswegen gibt es eine andere Überlieferung von einer Sahabiya, die gesagt hat, als sie dann von Zina gehört haben, Awatazni al-Hurra, gibt es etwa eine freie Frau, also nicht eine Sklave, eine freie Frau, die Zina begeht? Das war für sie damals unvorstellbar gewesen. Sowas macht man nicht. Und dementsprechend lasst uns diese positiven Dinge, sogar aus der vorislamischen Zeit,
übernehmen und heute ebenfalls praktizieren in einer Zeit, wo leider diese Werte verloren gegangen sind. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister im Islam, er sollte mit Khadija mehrere Kinder bekommen. Und er sollte, während er mit Khadija radiallahu anha verheiratet gewesen war, keine andere Frau heiraten. Sie ist eine besondere Frau gewesen. Eine Frau, die vom ersten Moment an seiner Seite gestanden hat. Eine Frau, die ihn mental unterstützte. Die ihn in jeder Hinsicht unterstützte, finanziell unterstützte. Und dementsprechend ehrte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Khadija radiallahu anha auch nach ihrem Tod. Und Aisha radiallahu anha sagte, ich habe gegenüber keiner der Frauen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam Eifersucht gehabt. Außer gegenüber einer. Und wer ist das gewesen? Khadija. Und das, obwohl sie schon vorher verstorben war. Subhanallah. Weil der Prophet immer positiv über sie geredet hat. Er hat sie geehrt. Er hat sie geliebt über alles. Und worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam alles andere als ein wollüstiger Mensch gewesen ist. Was ist Wollust? Wollust ist jemand, der immer Frauenrücken hinterher rennt. Der nichts anderes im Kopf hat als seine Lust. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebte in einer Gesellschaft vor dem Islam, wo er alles hätte bekommen können. Es war ganz normal gewesen, dass es Prostituierte gab in Mekka. Mekka, stellt euch mal vor, Mekka ist eine Pilgerstadt. Also eine Stadt, wo alle Menschen von der gesamten arabischen Halbinsel hinkommen. Also wie eine Art Hauptstadt. Und gerade in solchen Städten, wo es immer viele Fremde gibt, gibt es auch immer viel Prostitution. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hätte alles haben können, was er wollte. Aber er hat so etwas nicht getan. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte in der damaligen Gesellschaft sehr leicht eine zweite und dritte und vierte und fünfte Frau heiraten können. Das war akzeptiert gewesen. Es war ganz normal gewesen. Er hätte Sklavinnen haben können. Wäre ganz normal gewesen. Aber all dies hatte er nicht. Bis zu welchem Alter? Bis zu dem Alter, wo Khadija radiallahu anha gestorben ist. Und wann ist sie gestorben? Die ist relativ spät gestorben. In welchem Jahr ist sie gestorben, wisst ihr das? In welchem Jahr ist Khadija gestorben? Dieses Jahr heißt ja auch Amul Huzn, das Jahr der Trauer, weil Khadija gestorben ist. Ungefähr im Jahr 10 nach der Bi'th, nach seiner Berufung zum Propheten. Das heißt, rechnet mal aus, 10 Jahre, also er war 40, als er Prophet wurde, das heißt 25 Jahre später. Also wie alt war der Prophet gewesen zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist? 50. 50. In welchem Alter normalerweise sucht ein Mann nach solchen Dingen? In der Regel im Alter der Jugend. Aber mit 50 ist man nicht mehr in dem Alter, wo man wirklich, wo das im Vordergrund steht. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja auch gesagt, was sind die schlimmsten Menschen bei Allah? Unter anderem ein Sheikh Zani. Was ist ein Sheikh Zani? Also ein alter Greis, der noch Sinne begeht. Ein alter Greis, der noch Sinne begeht. Warum? Ja, weil bei einem Jugendlichen ist es vielleicht noch verständlich, weil er schwach werden könnte, weil bei ihm die sexuelle Lust ausgeprägt ist. Aber bei einem alten Mann? Wozu macht er noch Sinne? Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat monogam gelebt. Bis zum 50. Lebensjahr und dann auch noch einige Jahre später. Er hat ja erstmal nur Saudi geheiratet und erst in Medina hat er dann Aisha radiallahu anha geheiratet. Also bis ungefähr zum Alter von 53 Jahren hat unser Prophet monogam gelebt. Also dieser Vorwurf, der Prophet, er hat viele Frauen gehabt und er hat es gemacht, um sich damit sozusagen, um damit seine Lust zu befriedigen und so weiter und so fort, ist ein Vorwurf, der überhaupt keine Grundlage hat. Weil er hätte dies alles haben können als Jugendlicher, als junger Mann. Aber auf all dies verzichtete der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Obwohl die damaligen Männer in seiner Gesellschaft alles getan haben, ohne Probleme, ohne dass es ihnen irgendjemand vorwirft. Und da sehen wir, dass dieser Vorwurf, den wir immer wieder von Orientalisten hören und von Islamgegnern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sei ein wollüstiger Mensch gewesen, hatte nur Frauen im Kopf gehabt, völliger Irrsinn ist. Und wir werden uns noch damit beschäftigen, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam später mehrere Frauen heiratete. Und warum er auch mehr als 4 Frauen heiraten durfte. Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Das werden wir noch ausführlich erkennen. Aber kurz gefasst,
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist ein Vorbild gewesen. Für alle Menschen. Und dementsprechend musste er dies in bester Weise vorleben. Und er musste uns auch aufzeigen, wie er mit seinen Ehefrauen umgegangen ist. Und jede Ehefrau ist anders gewesen. Hatte einen anderen Charakter, eine andere Denkweise. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, wie man mit jedem dieser Charaktere dann auch richtig umgeht, dem man ein Vorbild sein muss in dieser Hinsicht. Nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt Khadija radiallahu anha geheiratet hat, und wie wir gesagt haben, er hat auch mehrere Kinder von ihr bekommen, nämlich insgesamt 6. Einmal sozusagen 2 Söhne, Al-Qasim und Abdullah, die beide als Kinder gestorben sind, und 4 Töchter, Zainab, Ruqayya, Kalthum und Fatima. Interessant ist, und das ist sehr, sehr interessant, dass die Söhne des Propheten Zaus alle gestorben sind. Das heißt, der Prophet Zaus hatte keine männliche Nachkommenschaft gehabt. Allah hat ihm Söhne geschenkt, aber sie sind gestorben. Erstens eine Prüfung von Allah, das ist das eine. So dass jeder Mensch, der Kinder geschenkt bekommt von Allah, die dann als Kinder oder vor ihm noch sterben sollten, einen Trost hat und auch weiß, dass das nicht daran liegt, dass Allah Ta'ala mit ihm nicht zufrieden ist, weil er mit unserem Propheten natürlich zufrieden war, aber Allah Ta'ala hat ihn geprüft damit, das ist das eine. Aber ich finde, hier ist noch ein anderer wichtiger Hinweis. Das ist mir heute zum ersten Mal so aufgefallen. Und zwar, warum hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam keinen männlichen Nachkommen gehabt? Vielleicht liegt darin auch eine göttliche Weisheit. Um uns nämlich eines aufzuzeigen, dass es im Prophetentum nicht so etwas wie was gibt, wie eine Monarchie, eine Art Erbe, dass das Prophetentum vererbt werden kann. Dass man dann sagen könnte, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sein Sohn muss jetzt an seine Stelle treten. Und wer garantiert, dass sein Sohn fromm ist? Keiner kann das garantieren. Wir wissen, wir haben Nuh alaihi salam, er hat einen Sohn, der nicht fromm ist. Der als Käfer gestorben ist. Bei unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam hätte das auch so sein können. Vielleicht hätte er Anspruch erheben können nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Vielleicht will uns Allah Ta'ala auch zeigen, dass man das Prophetentum nicht vererben kann. Ich meine, es gab Propheten, bei denen es vererbt wurde, wie beispielsweise Dawud und Sulaiman alaihi wa sallam. Aber vielleicht gerade bei der letzten Botschaft sollte noch einmal klargestellt werden, nein, dies kann man nicht vererben. Und es kommt nicht darauf an, ob du in dir das Blut eines Propheten trägst oder nicht, sondern am Ende kommt es auf deine Frömmigkeit an, deine Rechtschaffenheit an. Und am Ende soll die Gemeinschaft derjenige führen, der am geeignetsten und kompetentesten ist. Und nicht derjenige, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abstammt. Und hierin liegt der klare Unterschied zwischen uns und den Schiiten. Weil die Schiiten glauben nämlich genau dies. Die Schiiten legen großen Wert darauf, dass derjenige, der die Gemeinde anführt, der sogenannte Imam, unbedingt das Blut des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in sich tragen muss. So als würde die Religion abhängig sein von einer Familie und vom Blut. Aber gerade die Religion ist ja gekommen, um genau dies aufzubrechen und zu sagen, nein, inna akramakum indallahi atqakum. Der edelste unter euch ist wer? Der Gottesfürchtigste. Das ist das, worauf es in erster Linie ankommt. Der Islam ist gekommen, um genau dies aufzubrechen. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim alaihi salam? وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Und einst hat dein Herr Ibrahim mit Worten geprüft, der sie vollkommnet hat und vollendet hat. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Er sagte, ich werde dich zu einem Imam für die Menschen machen lassen. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Er sagte, auch von meiner Nachkommenschaft. Was antwortet Allah? قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Er sagte, meinen Bund werden nicht die Ungerechten erlangen. Selbst wenn sie von deiner Nachkommenschaft sein sollten. Ganz wichtig, der Islam ist gekommen, um das aufzubrechen und nicht um das zu bestätigen. Und vielleicht liegt hier auch eine göttliche Weisheit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam keine erwachsenen männlichen Nachkommen erhalten sollte. Und jetzt kommt das letzte Ereignis vor der Berufung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was
noch wichtig ist zu erwähnen, ein historisches Ereignis, was auf die Stellung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinweist, unter seinem Volk. Und zwar die Errichtung der Kaaba. Als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam 35 Jahre alt gewesen war, kam es zu einer Überschwemmung in Mekka. Und diese Überschwemmung hat die Kaaba nicht zerstört, aber die Kaaba beschädigt. Und die Mekkaner haben sich gesagt, wir müssen die Kaaba neu errichten. Sie waren sich aber unsicher gewesen, sollen sie es tun, sollen sie es nicht tun, wie können wir die Kaaba zerstören, das geht nicht. Und der Erste, der dies getan hat, war wer gewesen? Al-Walid ibn Mughir. Und er sagte, ich werde beginnen. Und sollte mir was passieren, dann wisst ihr, dass Allah Ta'ala das nicht möchte. Und sollte mir nichts geschehen, dann wisst ihr, dass Allah Ta'ala damit zufrieden ist. Und dann sagte er, während er sozusagen anfing, die Kaaba zu zerkleinern, Allahumma lam nuzir wa la nuridu illa al-khair. Oh Allah, wir sind nicht abgeschweift vom Weg, wir wollen nur was? Wir wollen nur das Gute. Und er fing dann an und die Leute warteten. Und am nächsten Tag ging es Al-Walid ibn Mughir gut und dann haben die gesagt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala, er heißt das gut, was wir hier tun. Und sie haben die Kaaba dann zerstört und haben sie neu errichtet mit Steinen, so wie wir sie heute kennen, ungefähr. Und sie haben sie dann errichtet, nur es kam zu einem Streit. Es kam zu einem Streit, wer derjenige sein, ihr sagt mir, wann Isha ist, ja? Ah. Es kam zu einem Streit darüber, wer derjenige sein soll, der den schwarzen Stein an seine Stelle setzen darf. Der schwarze Stein, ein Stein aus dem Paradies, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Der schwarze Stein, der am jüngsten Tag zwei Augen haben wird, einen Mund haben wird und der bezeugen wird, wer ihn mit Haq, mit Recht berührt hat und wer nicht. Der schwarze Stein war auch schon damals für die Araber heilig gewesen. Sie wussten, das ist ein besonderer Stein. Er geht auf ihren Urgroßvater Ibrahim und Ismail alayhi as-salam zurück. Wer hat die Ehre, diesen schwarzen Stein an seine Stelle zu tun? Es bahnte sich ein Konflikt an. Und sie wussten nicht weiter, weil jeder wollte die Ehre haben, diesen Stein an seine Stelle zu legen. Woraufhin sie sich einigten und sagten, wer zuerst jetzt diese Moschee, und mit der Moschee meinten sie was? Das sind wahrscheinlich die muslimischen Überlieferer, die das dann so überliefert haben, wer zuerst jetzt sozusagen hier diesen Ort betritt, wo wir uns befinden, der soll darüber entscheiden, wer den Stein an seine Stelle legt. Was? Ja, aber da gab es Tore, aber es war ja sozusagen offen gewesen. Ja, sie saßen dann nicht in der Kaaba drin, sondern die waren sozusagen dann an der Kaaba gewesen, an einem Ort, ja, wo man durchgehen konnte. Und sagt, der Erste, der jetzt hier sozusagen diesen Ort betritt, der soll entscheiden, wer den Stein an seine Stelle legen darf. Und es sollte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein. Eines der Irhasat. Wir haben gesagt, was ist Irhas? Irhas bedeutet, ja, ein Zeichen dafür, dass er zum Propheten auserwählt wurde, bevor er zum Propheten berufen wurde. Und sie sagten, wir sind mit ihm zufrieden, entscheide. Und jetzt kommt die Weisheit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat von Allah ta'ala die Weisheit bekommen. Yu'til hikmata man yasha. Nicht jeder, der praktiziert ist, hat Weisheit. Allah ta'ala erwählt aus für die Weisheit, wen er möchte. Und er sagte, leg diesen Stein auf ein Tuch. Und jeder Stammesführer soll dann einen Zipfel dieses Tuches nehmen und den schwarzen Stein anheben und dann ihn an seine Stelle tun. Und es wird dann auch überliefert, dass er derjenige war, der ihn dann direkt an seine Stelle gelegt hat, salawat Rabbi wa salamu alayhi. Und somit konnte dann dieser Konflikt endgültig beseitigt werden. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat die Quraysh vor einem größeren Streit bewahrt. Wie wurde die Kaaba errichtet? Die Kaaba wurde nicht so errichtet, wie sie vorher errichtet gewesen war, sondern es fehlte ein Teil. Und welcher Teil ist es gewesen, der gefehlt hat? Der Teil, den wir heute Hijr Ismail nennen. Dieser Bogen, da wo die Leute drin beten. Dieser Hijr Ismail ist ein Teil der Kaaba. Wenn man in ihm betet, ist es so, als würde man in der Kaaba beten. Warum haben die Mekkaner diesen Teil nicht mit errichtet? Was war der Grund gewesen? Der Grund war gewesen, dass ihnen die Nafaqa, das Geld, ausgegangen ist. Jetzt könnte man sagen, das sind nur einfach Steine. Nein, sie haben diese Steine extra sozusagen anfertigen, also extra transportiert, und sie haben sich auch gesagt gehabt,
dass diese Steine und diese Kaaba nur mit Halalgeld, das heißt mit gutem Geld, errichtet werden. Also auch schon sie hatten diese Vorstellung gehabt, es gibt ein gutes Einkommen und ein schlechtes Einkommen. Und dementsprechend, wenn das sogar die damaligen Muschrikun so gesehen haben und dieses Bewusstsein hatten dafür, wie ist es dann erst bei uns Muslimen? Wir sollten noch mehr darauf Acht geben. Und es ist traurig mit anzusehen, dass es Leute gibt, die kein Problem damit haben, zu betrügen und all dies und dann am Ende des Jahres zu Hajj oder zu Umrah zu fahren. Allahu a'lam, ob das angenommen wird. Allah weiß es alleine. Aber wie gesagt, Allah ta'ala, er nimmt nur das Gute an. Und deswegen achte darauf, was du verdienst. Selbst wenn es weniger sein sollte, Hauptsache es ist halal. Hauptsache es ist halal. Und nach diesen, wie gesagt, die Kaaba wurde dann so errichtet, sodass dann dieser Teil frei blieb und nicht mit errichtet werden konnte, aufgrund dessen, dass das Geld ausgegangen ist. Und sie haben es so gelassen. Die Tür wurde angehoben. Die Tür war vorher am Boden gewesen, weil sie nicht wollten, dass die Kaaba noch einmal überflutet wird. Deswegen haben sie die Tür hochgestellt. Deswegen manche wundern sich, warum ist denn die Tür so weit oben? Die Tür ist so weit oben, genau aus diesem Grund, weil sie damals diese Tür hochgehoben haben, damit nicht noch einmal die Kaaba überflutet werden kann. Und somit war dann die Kaaba wieder neu errichtet gewesen. Und da jetzt Adhan ist, ist jetzt Adhan? Auch noch 3 Minuten, Alhamdulillah. Können wir noch kurz das erwähnen? Und zwar, es gibt 4-mal in der Geschichte, also gesicherte, historisch gesicherte Male, wo die Kaaba errichtet wurde oder zerstört und wieder errichtet wurde. Einmal ganz eindeutig zur Zeit von Ibrahim a.s. Dann zu diesem Ereignis, also als unser Prophet 35 Jahre alt gewesen war. Dann wurde die Kaaba in der Zeit von Yazid ibn Muawiyah zerstört, als sie nämlich Mekka belagert hielten, als ibn Zubayr dort Mekka sozusagen übernommen hatte und erobert hatte, weil er gegen Yazid ibn Muawiyah kämpfen wollte. Und dann wurde mit Steinschleudern die Kaaba beworfen und die Kaaba zerstört und dann wieder errichtet. Und dann in der Zeit von Abdul Malik ibn Marwan, ja, der dann Ibn Zubayr getötet hat. Und interessant ist, dass Ibn Zubayr die Kaaba so errichtet hat, wie in der Zeit von Ibrahim a.s. Das heißt, er hat diesen Teil, diesen Bogen, hat er wieder errichtet. Und dann, wie gesagt, wurde die Kaaba noch einmal zerstört in der Zeit von Abd al-Malik ibn Marwan und sie wurde wieder so errichtet wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Grund, warum die Kaaba heute immer noch so ist, ja, wie zur Zeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und unser Prophet hat gesagt: "Laula anna qaumaka qaumaki hadithu ahdin bil Islam la banaytu al-Ka'bata ala qawa'id Ibrahim." Würde dein Volk, das sagte er, glaube ich, zu Aisha radiallahu anha, würde dein Volk, o Aisha, nicht erst jetzt sozusagen zum Islam übergetreten sein, das war nach der Eroberung von Mekka gewesen, dann hätte ich die Kaaba wieder so errichtet wie auf den Fundamenten von Ibrahim a.s. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hadith, aus dem wir viele Lehren ziehen können, aber die Zeit reicht leider dazu nicht aus, nämlich das sozusagen Abwägen zwischen Nutzen und Schaden. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip im Islam, al-muwazanatu bayna al-masalihi wal-mafasid, dass ich abwäge zwischen den Nutzen und den Schaden. Und genau dies hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dieser Stelle getan. Das war das letzte wichtige Ereignis vor der Bi'tha, vor der Berufung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten gewesen. Und wir werden inshallah ta'ala dann bei dem nächsten Mal uns mit der Berufung beschäftigen zum Prophetentum. Bis dahin, inshallah ta'ala, alles Gute und wir hören erstmal in den Adhan. Und wenn ihr noch 1-2 Fragen habt, dann können wir sie gerne noch bis vor dem Gebet dann beantworten. Tafadhal.